Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Wir haben ein Problem mit einer Void-Kreatur. Carlos hat sich in der Schule darüber mit jemandem gestritten, welche Void-Kreatur mächtiger ist. Ich habe gesagt, es wäre das Arktikhorn, aber der andere hat behauptet, es wäre Suintor. So. Wer ist denn nun am mächtigsten? Ich würde sagen, beide sind gleich mächtig. So. Okay, Hammer. Und vielleicht sollte ich hier auf Play drücken. So, du musst aufs Klo. Du kannst gerade mal zum Wäschekorb bringen. Zeit zum Designen, auf zur Arbeit. Wir gehen natürlich mit. Das ist ja der Sinn der Sache, ne? Deswegen hatte ich die letzte Folge ein bisschen kürzer gemacht, dass ich dann hier jetzt quasi frisch in die Aufgabe starten kann. So. Freundlich vorstellen, dann klopfen wir mal kurz an. So. Wir müssen eine Einliegerwohnung anbauen. Okay. Das wird interessant. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. So, noch mal kurz klopf, klopf, klopf. So, dass wir da nämlich auch rein können. Bitten Simteres-Tafel zu sehen. Dann lassen wir dir auch mal. Achso, dich habe ich dir. Ja, haben wir noch gar nicht vorgestellt einander. Was rennt denn der da mit Tüte über dem Kopf? Da können wir auch gleich nochmal vorstellen. Sie mag Geige, okay. Muss mal gucken, wie groß das Grundstück ist, wo wir da überhaupt was hinbauen können. So, Tantiemenbericht, okay. Freundlich vorstellen, bitte. Dass man weiß, was die für... Da ist noch jemand. Freundlich vorstellen. So, nach Lieblingsdesigns fragen. Da haben wir schon vorgestellt. Nach Lieblingsdesigns fragen. Und hier können wir auch mal nach Lieblingsdesigns fragen. Dass wir hoffentlich was lernen. So, das Jugendfest hat begonnen, okay. Wieso ist sie jetzt... Wer ist hier kokett? Was so, er mag weiß, okay. Das ist auch so ein bisschen, ne? Hier, er zeigt und hier... Sie müsste eigentlich dastehen. Oder er hier. So, er mag rot und er mag grau nicht. Ja, so diese Fernsicht ist schon enorm, ne? So, okay, da haben wir ein bisschen was, mit dem wir was anfangen können. So. Da muss ich nur gleich erstmal gucken. So. Ja. Bye. So, jetzt müssen wir gerade erstmal Pause machen. Weil jetzt muss ich erstmal gucken. Wir sollen eine Einliegerwohnung bauen. Wie sieht denn das komplette Haus aus? So.
Ist die Möglichkeit, dass wir nach hier vergrößern? Nach hier? Oder nach hier? Quasi da nochmal drauf bauen. Und vielleicht hier drüber. Oder hier. Oder nach oben. Wobei, die sind hier alle zweigeschossig. Dann lassen wir das besser auch bei. Also wir könnten hier den Garten ein bisschen wegmachen. Und dann hier quasi noch mit anbauen. Oder halt nach hier hin, ne? Gucken wir mal. Was haben wir denn hier für Zimmer eigentlich? Hier wäre ein Flur. Also hier könnte ich theoretisch andocken. Hier ist auch ein Flur. Dann ist da nämlich nur das Dach drauf. Da könnten wir auch andocken. Das wäre vielleicht eine Idee, ne? Da sind noch Fenster. Das Fenster könnte weg. Und das Fenster hier könnte auch weg. Dann würden wir hier vielleicht was hinbauen. Hier oben quasi. Oder hier halt so mit, probieren wir mal. Gucken wir mal, was wir da für Ideen haben. So, wir müssen vorher Fotos machen. Viel kann ich da ja nicht machen, ne? Aber dann bauen wir hier oben auf jeden Fall an. Das ist mal so die Überlegung. So. Genau, dann haben wir hier nämlich den Flur. Den gestalten wir dann um. Dann machen wir da den Durchgang. Kann ich von hier draußen fotografieren? Ja. Das machen wir dann so. Und ein drittes brauchen wir noch. Machen wir dann mal von der Seite hier. So. Haben wir gemacht. Jetzt müssen wir auf den Baumodus zugreifen. Wir müssen 22 Bodenfliesen hinzufügen. Okay, ach, hier ist die Grundstücksgrenze. Ich dachte, das geht bis da. Kann ich das nicht einfach ziehen? Nee, nur in die Länge. So. Das machen wir. Dann gucken wir mal. Dann würde ich hier zwei Säulen so drunter setzen. Doch die alpinen Säulen sind gut. Gucken wir mal, ob wir noch einen dritten brauchen. Quadratplatte, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Treppe weggenommen. Nee. So war das nicht gedacht.
kleiner machen. Und dann würde ich den gerne hier ansetzen. Jawohl. Genau so. Wir haben 6. 22 sollen wir. Ich weiß nicht, ob auch mehr erlaubt sind. Nein, mehr sind nicht erlaubt. 22 müssen es sein. Genau 2 müssen weg. Dann machen wir das so. Hoppala. Okay, wäre schön gewesen, wenn wir das hätten quasi 22 aufwärts machen können. Jetzt haben wir die 22. Sehr gut. Die müssen hier nach unten. So. Und doch, so geht das klar. Die Verkleidung. Doch, lass mal, glaube ich, so. Fenster können wir natürlich auch hier kopieren. Achso, da hat der Rollläden davor. So. Muss ja dann im Prinzip nur ein Zimmer sein, ne? Was wir da reinmachen. Türen können wir auch kopieren. Da wäre natürlich schon... Lassen wir trotzdem mal so. Gar nicht, wer das Zimmer kriegen soll. Soll das eigentlich eine richtige Einliegerwohnung werden, oder? Mag die Farbe weiß. Also das heißt, wir können eine weiße Tapete zum Beispiel nehmen. Oder mag auch die Farbe rot. Nehmen wir eine rote Tapete. Und einen weißen Boden dazu. Ein bisschen Schwedenhaus-Stil, ne? Mag nicht grau. Okay, da kommen wir mit klar. Grau brauchen wir nicht. Ist die Frage, sollen wir eine Art kleine Einliegerwohnung machen? Also so richtig Einliegerwohnung? Oder muss das halt einfach ein weiteres Zimmer sein? Machen wir vielleicht eine kleine Küche-Kochzeile irgendwie mit da rein. Dass er ein bisschen kochen kann. Koch Max Pro. Welchen Farben gibt es den denn? Machen wir den da hin. So.
Weil da brauchen wir hier vielleicht eher den dann, ne? Moment, den da weg. Den dorthin. Den hier hin. Und dann noch eine Spüle. Da würde ich aber auch eher so eine. So. Kleiner Kühlschrank brauchen wir noch. Da wird es aber wirklich so ein kleiner. So. Dann können wir da einen Schreibtisch, hier noch ein Bett. Überlege, ob man Einzel oder dann machen wir ein Einzelbett, glaube ich, rein. Aber einfach aus Platzgründen. Die mögen rot-weiß. Dann passt das hier ganz gut. Dann können wir da noch einen Schreibtisch hinzimmern. Schreibtisch. Oh, Budget muss ich aufpassen. Aufpoliertes Pult. So ein Stuhl davor. Kleines Bücherregal an die Wand. Da passt weiß. Ups. Machen wir das dahin. Und die sind auch nicht verkehrt. Kriege ich die hier hin? Nee, die kann ich nicht höher setzen, ne? Nee, kann ich von der Höhe her nicht variieren. Schade. So, jetzt müssen wir nur gucken. Vielleicht machen wir doch besser ein billigeres Bett. Ja, wir machen besser ein billigeres Bett. Ich muss mit meinem Budget haushalten. Teenie-Träume. Teenie-Träume muss nicht sein. Das sieht doch gar nicht. Das kostet nur die Hälfte. Oder das da. Einzelbett weich gebettet. Oder Einzelbett mit Stauraum. Geht aber genau vors Fenster. Das ist doof. Machen wir das. Ja, das ist besser. Da haben wir nämlich mehr Budget noch, dass wir noch ein bisschen Deko unterbringen können. Deko ist wichtig. So, dann kann ich hier nämlich vielleicht auch noch einen günstigen PC oder irgendwas. Ein Tausender. Tablet, auch ein Tausender. Slow Motion PC. Lampen brauchen wir noch. Können wir eigentlich die nehmen. Kostet nicht so viel und ist schön. Sollte hell genug sein. So, Deko. Geige mögen sie. Dann sollte ich ja vielleicht noch eine Geige dahin tun, oder? Das wäre vielleicht auch kein Fehler. So, dann können die da nämlich musizieren. Da packen wir die dahin. Packen wir die hier hin. Ja, und
Ob wir den Kunden zufriedenstellen können oder nicht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir dann auch immer, dass diese Sachen bei euch so gut ankommen. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.